Willkommen zurück bei 2D Zocken. Es geht weiter mit unserem Let's Play zu Kingdom Come Deliverance. Ich muss mich gerade erstmal umschauen, wo wir sind, denn ich habe jetzt auch bestimmt eine Woche nicht mehr gespielt. Und habe jetzt auch wieder richtig Lust loszulegen. Ah ja, richtig. Wir sind hier nochmal zurückgekommen. An den Ort des Schreckens, in dem wir dann mit dem Boss auch gekämpft haben. Letzte Folge war das, glaube ich. Sind wir nochmal zurückgekommen, um nochmal alles zu looten, ne? Oder um zu gucken, ob noch Leichen da liegen. Ja. Die eine Truhe haben wir oben schon geknackt, oder? Schaut fast so aus, denn wir sind schon überladen. Ist natürlich mit unserer neuen Kettenrüstung schnell passiert. Ja, ist schon auf. Okay. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie viel haben wir an Übergewicht. 5 Übergewicht. Zu fett. 10.000 Groschen, das ist sehr schön. Wir schauen jetzt einfach mal, was wir loskriegen können. Und danach machen wir ein bisschen Hauptquest weiter, hätte ich vorgeschlagen. Habe ich richtig Bock drauf. Wahrscheinlich könnte ich das ganze Zeug auch einfach in die Satteltasche tun oder so. Was ich damit sagen will, es gibt bestimmt sinnigere Sachen, wie man das hätte lösen können. Aber hey, schön wäre es jetzt, wenn wir gleich mal Banditen, ja, danke. Hätte ich jetzt nämlich gleich mal Lust drauf am Anfang der Folge, um uns einzuspielen, so ein paar Typen ein bisschen umkloppen könnten. Ganz schön dunkel. Hab ich noch? Ja. Nimm das! Boah, das ist ganz schön gepanzert, ne? Und irgendwo ist noch ein Bogenschütze. Irgendwo ist auch noch ein Bogenschütze. Aber jetzt erstmal. Jetzt erstmal den Lümmel. So. Wo ist der Bogenschütze? Da. Hey, was wird denn das? Verladung. Stirb! Jawohl. Schön! Haben wir gleich beide erledigt. Dietrich, danke dafür. Groschen, sehr gerne. Fackel nehme ich auch mit. Alles andere ist mir ein bisschen zu schwer, ne? Gut, die Pfeile eventuell. So. Was hat der Kumpel hier noch? War es aber auch ganz schön dunkel, den jetzt hier zu finden. Hoppen. Groschen. Was zum Essen? Edler Nackenschutz. Schauen wir doch mal. Edler Nackenschutz. Könnte das nicht was für uns sein? Was haben wir denn da? Kettenhaube, Verteidigung 14. Nee. Fallen lassen. So, und jetzt setzen wir unsere Reise fort. Erstmal die Mühle, oder? Dass wir verkaufen können, alles was wir haben. Wir sind nämlich fast am Limit. Überfall. Na, komm her.
Wo seid ihr denn? Die haben sie bestimmt hier irgendwo versteckt. Dass jeder, der an die Truhe geht, dann überfallen wird. Als Lockmittel quasi. Aber Freunde, ich kann jetzt tatsächlich gar nicht finden, ne? Da. Wo ist Backup? Wir haben nämlich jetzt dann schon früher gelernt. Es hat durchaus was gebracht, dass wir davor ein paar Kämpfe schon bestritten haben. Das hat uns bei der letzten großen Schlacht nämlich wirklich geholfen. Von dem her würde ich das jetzt einfach mal so beibehalten wollen. Und erstmal die Kämpfe, die wir bestreiten können, auch bestreiten. Geblockt. Ja, kummel ich halt die Fackel für uns, dass wir hier Licht haben. Dann hast du natürlich den Vorteil, dass du ein Schild hast, ne? So, das war da jetzt ein ganz schöner Hit. Noch ein schöner Hit, noch ein schöner Hit. So, das war's gleich. Der hält ganz schön gut was aus jetzt. Aber gut, gibt wahrscheinlich dann auch ordentlich Schwertkampf, ne? So, komm jetzt. Nein! Bitte nicht! Du bleibst da, Kumpel. Hallo. Komm her. Ich krieg dich. Ey, der ist doch in Reichweite zum Stechen. Ich bitte euch. Hallo. Kumanen, Lümmel. Wieso treffe ich den denn nicht? Das backt doch wie Sau, oder? So. Jetzt aber.
für die Frechheit, mir so viel Fleisch, Fleisch, sag ich schon, weil ich hier Trockenfleisch lese, mir so viel Leben abgezogen zu haben. Nee, konnte ich das jetzt einfach nicht auf mir sitzen lassen. Das ist ein trauriger Fakt. Zwei. Ich glaube, den nächsten Kampf würde ich jetzt erstmal ablehnen. Wir haben nicht ganz so viel Leben. Und wenn wir da voll geheilt sind, nehmen wir wieder die Kämpfe an. Klar, logisch. Aber ich muss jetzt ja auch nichts unnötig riskieren. Wir haben jetzt zwei Überfälle überstanden. Dann gehen wir lieber heim, kurz ins Badehaus, machen uns frisch. Dann schauen wir mal, wie es mit der Hauptquest weitergeht. Da habe ich echt Bock drauf. Wir haben ja echt viel Nebenquests gemacht jetzt schon. Und wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, oder in der letzten Aufnahmesession, es wird Zeit für ein wenig Hauptstory, meiner Meinung nach. Echt viele Müller-Quests gemacht und so weiter und so fort, ne? Das haben wir uns verdient, ein bisschen Hauptstory weiterzuspielen. Hallo Petschek. Gott sei mit dir. Hi. Ich habe hier. Ist zwar nicht gestohlen die Ware, aber du hast 1000 Gold da liegen. Von dem her. Wie der letzte Händler, ne? Der einfach nur 50 Gold hatte. Das war eine Frechheit. So. Das Reiten haben wir schon gelernt, ne? Da war kein Sternchen mehr dran. So hoffe ich zumindest. Urvater Tschech, das müssen wir noch lesen. Wird wahrscheinlich irgendwas über die Hintergrundgeschichte von Tschechien im Allgemeinen sein. Aber auch ziemlich geil. Ich hatte ja schon erwähnt, ich war schon in Prag zweimal. Ist einfach schön. Leckeres Bier. Und Prag ist wirklich eine schön erhaltene Stadt. Lass uns über den Preis sprechen. So. Zufrieden? Schon. Ja, das soll. Tausende aus dem rausgequetscht. Jetzt haben wir 12k. Das ist so gut, ne? Ich bin da richtig zufrieden. Aber. Ich glaube, wir gehen jetzt mal ins Badehaus. Und holen uns da die Vollverwöhnung. Denn wir haben echt nicht mehr viel Leben. Und dreckig sind wir durch den Kampf auch geworden. Und das Gute ist, seitdem wir die Hauptquest hier weitergemacht haben, mögen uns die Rataja wieder. Wir hatten uns jetzt davor ja ein bisschen mit denen verscherzt, weil ich es einfach nicht lassen kann, Schlösser zu knacken. Es ist so, es macht halt auch einfach Spaß. Außerdem stehle ich ja wenig, nur die wertvollen Sachen. Mir geht es eigentlich eher um die Fertigkeit Schlossknackens, dass wir die erhöhen.
Ich bin an euren Diensten interessiert. Was hättest du denn gerne? Bad nehmen, meine Kleider reinigen lassen, ich möchte meine Wunden versorgen lassen. Rasieren? Ach, gibt's doch jetzt mit dem neuen Patch, können wir doch hier Haare und Bart dran machen. Ich brauche einen Arzt, der meine Wunden versorgt. Danach ein heißes Bad und saubere Kleider. Schau uns gleich mal ein paar Frisuren an. Natürlich, aber zuerst das Geld. Gut, bitte sehr. Du wirst es nicht bereuen. Ach, diese mittelalterliche Musik. Ich hab's ja ein bisschen vermisst, ne? In der Woche habe ich ein bisschen Monster Hunter weitergespielt. Und natürlich Subnautica aufgenommen. Jetzt macht's richtig Spaß, hier wieder auch weiterzumachen. Wirklich. Was tust du da? So, jetzt schauen wir uns doch mal den... Ich bin ob wir irgendeine was coole Frisur holen können, ha? Einen Kessenunterschnitt. Ein bisschen wie ein Mann aus östlichen Landen. Die Lockenpracht eines Kriegers. Wie ein Muttersöhnchen. Genauso wie bisher. Gibt's hier eine Vorschau von dem Zeug? Ich will nämlich mal die Lockenpracht sehen. Ist doch keine Lockenpracht. Hä? Lieber nicht. Ach so, vielleicht soll das ein Witz sein, ja. Die Lockenpracht eines Kriegers ist nämlich kein... Ja, okay. Oh Gott. Lieber nicht. Nee. Ah. Ja, ich komm, dann haben wir ein bisschen Veränderung drin. Ragnar Lodbrok. Natürlich, aber zuerst... Gut. Und ein Bart wollen wir noch. Gibt's ein Vollbart? Ich hab Bock auf Vollbart. Ich. Und was da? Wie ein Minnesänger? Ja, ja, ja. Lieber nicht. Wenigstens mal was anderes. Böhmischer Herzog? Naja, nee. Lieber nicht. Passt nicht so zu ihm. Gestandener Holzfäller, ich glaube, das ist das, was ich will. Das ist schon mal nicht schlecht. Lieber nicht. Bart. Bart ist wichtig, Freunde. Ja, ein eleganter Mann von Welt. Nee. Lieber nicht. Dann machen wir den Holzfäller. Was ein Würdenträger, das hatten wir noch nicht, ne? Och Gott, nee. Aber eine geile Schnorre. Ha! Nee, mach jetzt mal einen Holzfäller, wir können ja dann später noch was. Ich nehme ihn. Ich wusste zwar nicht, dass man Bart hinschneiden kann, aber gut. Gut. Du wirst es nicht. Was steht denn jetzt? Jetzt haben wir einen Buff bekommen. Und ein Skillpunkt auf Verteidigung. Sehr schön. Das ist doch klasse. So, Buffs, neuer Haarschnitt. Du hast die Dienste eines Badeshauses in Anspruch genommen. Das stimmt. So, was kann man hier skillen? Wir haben zwei Möglichkeiten mit voller Wucht. Deine Angriffe zu blocken kostet deinen Gegner 15% mehr Ausdauer. Sehr gut. Wenn du deinen Gegner bei einer Umklammerung schlägst, beschädigst du seine Waffe 15% mehr. Eine beschädigte Waffe verursacht deutlich weniger Schaden und verliert enorm an Wert. Ich würde das hier. Danke. So, jetzt lasst uns doch mal in die Questlog reinschauen. Um was geht's denn jetzt? Wir haben doch diesen Typen da fertig gemacht. Fragen und Antworten. Während der Schlacht im Pripislavitz griff eine zweite Gruppe Banditen Meroyet an. Doch die Dörfer wehrten die Plünderer nicht nur ab, sondern konnten sogar einen von ihnen gefangen nehmen. Herr Ratzig möchte, dass ich ihn verhöre. Ich muss zu Herrn Ratzig gehen und in Erfahrung bringen, was er von mir will. Na gut, steht ja oben dran schon.
Vergeltung, das ist der Standard, nehme ich mal an, ne? Mein Zuhause wurde zerstört, meine Eltern, meine Geliebte ermordet, ich floh wie ein Feigling und überlebte nur durch ein Wunder. Und als ich versuchte, das Richtige zu tun und meine Liebsten zumindest beizusetzen, verlor ich das Letzte, was mir mein Vater hinterließ. Das Schwert, welches er für Herrn Ratzig geschmiedet hatte. Ich werde nie wieder davonlaufen, nie wieder. Ich werde den Bastard finden, der den Angriff auf Scarlett anführte und ihn töten. Und auch die diebische Ratte, die mir mein Schwert raubte, werde ich ausfindig machen und damit durchbohren. Ja, und das ist halt jetzt die Geschichte. Bedeutet, wir gehen jetzt zu Herrn Ratzig. Gespeichert wird er gerade im Badehaus. Ich habe übrigens gelesen, seit dem neuen Patch soll man nicht mehr so oft von den Wachen durchsucht werden. Sehen wir dann. Aber in Rattai möchte ich eigentlich weniger Stress mehr haben. War schon doof, als keiner mehr mit mir gesprochen hat. Gerade wenn man irgendwie Rüstung kaufen will oder so, ne? So. Ist der hier oben, Herr Ratzig? Schauen wir mal rein. Ah, ja. Sieht gut aus. Mein Herr, ich fürchte, du hattest recht damit, dass die Überfälle nach Pribislavitz nicht enden würden. Das kommt wenig überraschend. Was ist geschehen? Meine Männer haben 2 neue Angriffe gemeldet. Ah, Heinrich, wie schön, dass du da bist. Es scheint, als hätten wir wieder Arbeit für dich. Komm her zu uns. Meine Herren? Sei gegrüßt, Junge. Die Banditen haben einige abgelegene Weiler überfallen, doch das ist unsere geringste Sorge. Sie griffen auch Merhoyet an. Und das ist wesentlich ernster. Merhoyet? Dort arbeitet doch Matthias. Sie griffen gleich nach der Schlacht in Pribislavitz an. Die Bastarde wollten wohl ein wenig mit ihrer Stärke prahlen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Die Dorfbewohner wehrten sich. Und konnten sogar einen von ihnen gefangen nehmen. Er ist verwundet. Aber wir können ihn noch verhören. Euer Gnaden. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, ganz im Gegenteil, Meister Tobias. Im Gegensatz zu Bernhard bringst du zu mir nämlich meist frohe Kunde. Zumindest den Münzen in deinen Händen nach zu urteilen. Erzähl mal, wie viele Groschen wurden in Pribislavitz gefunden? Mein Herr, ich fürchte, meine Nachrichten sind wenig besser als die des Hauptmanns. Diese Münzen sind sehr gut, aber leider muss ich euch sagen, dass dies sehr gut gemachte Faksimile sind. Kack, was? Was zum Teufel sind denn Kaksimiles? Ach, ist mir auch egal, ich will wissen, was sie wert sind. Genau das ist es ja, Herr. Sie sind wertlos. Willst du mir sagen, was ich denke, Meister Tobias? Das hier... ist bloß ein Haufen Kupfer. Korva! Mist! Mit Silber plattiert, also sind sie nicht völlig... wertlos. Korva! Scheiße! Ist es sehr aufwendig, solche Fälschungen herzustellen, Meister Tobias? Würde ich schon sagen, Herr. Hochpräzise Arbeit. Besonders, wenn sie so hochwertig hergestellt sind wie diese. Sie bräuchten eine gut versteckte Gießerei, mehrere Handwerker und auch eine Rohstoffquelle. Aber sie könnten auch von irgendwo anders hierher gebracht worden sein, nicht wahr? Schon möglich. Allerdings sind die Silbermine in der Nähe und diese Groschen sehen frisch gemünzt aus. Also stehen wir einem Feind gegenüber, welcher über fast unbegrenzte Geldmittel verfügt. Großartig. Doppre Delle. Nun, meine Herren... es ist klar, was zu tun ist. Den Gefangenen verhören, um zu erfahren, wie viele Männer sie haben und sie dann umgehend von der Geldquelle abschneiden. Sonst stellen sie noch ein weiteres Feldlager auf. Wenn sie das nicht schon haben. Das bezweifle ich, Herr. Merhoyet hätte sie nicht abwehren können, wenn schon eins stünde. Nun, Junge, als ich sagte, es gäbe Arbeit für dich, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel sein würde. Du hast bereits erwiesen, wie gut du dich als Ermittler schlägst. Deshalb zähle ich erneut auf dich. Reite nach Merhoyet und verhöre den Gefangenen. Finde heraus, wo sich diese Banditen verstecken, wie viele es sind und was sie vorhaben. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch versuchen, in Erfahrung zu bringen, wo diese gefälschten Münzen herstammen. Jawohl, Herr. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Wir alle. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas erfährst. Ich bin beim Aussichtspunkt in der Nähe von Thalmberg. Musik.
Begib dich in die Halle der oberen Burg, Aufgabe abgeschlossen. Verhöre den Gefangenen Merhoyet, finde heraus, was mit Matthias geschehen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, wie dieses Spiel Geschichten erzählt, finde ich gut. Es ist spannend, ja. Deshalb sage ich zwischen den Zwischensequenzen auch immer nichts und lasse die lieber ein bisschen auf euch wirken. Das spielt sich nämlich stückchenweise ein bisschen wie so ein Adventure, dieses Spiel. Was ich nicht schlecht finde. Ja, es hat auch die Kampfanlagen drin, also ganz ohne Blut geht's nicht. Aber viel Adventure, was ich gut finde. Viel Story. Finde ich gut, wenn man sich ein bisschen mit Story Mühe gibt. Und ein Glück, ich hatte jetzt nämlich Lust, noch ein bisschen zu würfeln, bevor wir nach Merhoyet gehen. Deiner auch? Würfeln. Ich habe da echt Lust drauf. Und es ist auch erfrischend, jetzt eine neue Frisur zu haben. Ich finde es gut. Nach 20 Stunden mal eine neue Frisur am Start. Ah, das lief doch schon ganz gut. Die 650 behalte ich doch gleich mal. Das war's. Kein Glück heute. Sehr gut. Finde ich sehr gut, dass er kein Glück heute hat. So viel Glück habe ich natürlich auch nicht. Also nochmal kurz zu den Spielregeln. 1er sind 10 Punkte wert, 5er sind 50 Punkte wert. Ansonsten nur 3er. Also 3er-Paschs. Und wie gesagt, der war ja 1,50 wert. Und deswegen sind's. Gewiss doch, bin sofort zurück. 500 mal 10 immer. Das heißt, 3 1er würden 1000 Punkte geben. Was. Das hatte ich auch schon. Das macht richtig Spaß. Uiuiui, das ist viel. Man kann's nicht erzwingen. Wir brauchen noch 800 Punkte zum Gewinn. Sieht ihr links unten. 3 Zweier sind 200 Punkte. 5er sind 50 Punkte drauf. Danach haben wir nur noch 2 Würfel. Das riskiere ich nicht, denn wir würfeln immer nur noch mit unserer letzten Anzahl. Wenn wir keine 1 und keine 5 getroffen hätten, wäre die Runde vorbei. Und alles, was auf unserem Rundenkonto ist, wäre verloren gewesen. Nur noch mal kurz die Regeln Revue passieren lassen. Und das war es mir nicht wert. Brauche noch 250 Punkte. Und dann gehören die 37 Groschen nach uns. Ey, wegen dem Geld, ne? Ganz ehrlich. Wegen dem Geld machen wir das nicht. Macht einfach Spaß. Ich habe ja mit Lotte schon überlegt. Die kennt ihr auch aus hier. Die war 3 Folgen in Kingdom Come dabei. Jetzt du. Und ich mache ja das Let's Play mit ihr mit Subnautica. Mit ihr habe ich schon ausgemacht, wir sollten uns wirklich einfach die Würfel holen. Weil es echt Spaß macht, das Spiel. So, 50 Punkte noch, da habe ich die Runde mal beendet hier. Wenn er jetzt halt 3 Einser würfelt, ist vorbei, ne? Klar. Okay, hab gewonnen. Schön. Jetzt will er nimmer. War mir klar. So, wie schaut's denn mit unserem Essen aus? Sattheit 95. Perfekt. Dann. Was ist denn? Pebbles! Da. Hi. Pebbles ist so ein treues Pferd. Ich glaube, ich kann es einfach nicht verkaufen. Führe den Gefangenen Merhoyet. Jupp. Auf dem Weg. Aber das ist bestimmt wieder nachts, bis wir dort sind, ne? Naja. Nicht ganz so schlimm. Können wir uns ein Gasthaus suchen. Und bis zum nächsten Morgen. Aushalten.
Da sind wir auch gleich schon, wurden diesmal nicht überfallen, aber gut, wahrscheinlich weil tags war, ne? Nachts über wird man da wahrscheinlich häufiger überfallen.